Jo, was geht? Hi, wie geht's dir? Gut, und wie geht's dir? Mir geht's gut. Was machst du hier? Ich bin hier, hab mich hergesetzt, weil du gesagt hast, ich soll mir ein Interview machen. Ah, so, aber wer bist du? Warum sollte ich mit dir ein Interview machen? Ach so, du bist... Also erstmal bin ich Audioproduzent aus Würzburg. Okay? Mhm. Und zweitens habe ich mir gedacht, komm, den kann man doch ein bisschen was beibringen mit diesem Interview-Setup und gleichzeitig habe ich auch noch was davon. Mhm. Ah, aber wer bist du? Ich bin Marcel. Ach so. Ah, okay, Marcel. Ich hätte kein smoken sollen, ey. Shit, warte. Was rauchst du denn? Baldrian? Also nochmal, wer bist du? Also wer ich bin? Ich bin Marcel. Mhm. So hat mich meine Mutter genannt. Viele kennen mich unter dem Namen Ramin. Ich bin Rapper, Audioproduzent, ab und an mal Videoproduzent und beschäftige mich meistens den ganzen Tag mit Musik. Oh, cool. Oder dem Produzieren von Musik. Muss man ja irgendwo trennen. Ne? Musik machen und Mixing und Master ist wieder ein bisschen ein Unterschied. Das heißt, du arbeitest auch im Musikbereich? Ich arbeite im Musikbereich. Ich bin vollends in der Musikbranche integriert. Okay. Inwiefern bist du in der Musikbranche integriert? Was machst du da so? Also erstmal bin ich selbst Musiker. Ah ja. Ich bin Rapper, schreibe meine Texte, mach Beats und nimm das dann auf. Und gleichzeitig habe ich auch noch ein Studio. Da nehme ich auch ab und an mal den einen oder anderen Kunden auf und bin im Hintergrund tätig. Wow, ein musikalischer Rapper, der sich selbst produziert. Und? Oh, entschuldige. Außerdem arbeite ich bei einer der legendärsten und saucoolsten Werbeagenturen, die es in Deutschland gibt. Ach so. Und zwar Garyland. Gary Gang. Das ist mir ein Begriff. Wir sind bei Garyland. Okay. Aber wie bist du eigentlich in diese Branche gekommen? Okay, also erstmal habe ich früh durch meine Familie angefangen, Berührungspunkte mit Musik zu haben an sich. Aha. Meine Mutter war in Coverbands. Deshalb war ich schon früh in Studios und auf Live-Auftritten mit dabei. Das sieht man dir an. Erstmal hatte ich nicht so wirklich das Ziel, irgendwie in die Produktion zu gehen, sondern mein Traum war es eigentlich, selbst Musiker zu werden. Hat nicht so gut geklappt. Hm? Da ich dann später, dann, als ich Musik gemacht habe, nicht wirklich so die, die finanzielle Freiheit hatte, da 20.000 Euro für Produktionskram auszugeben oder für jemanden, der es mir macht, für irgendwie eine Stange Geld, habe ich mich dann dazu entschieden, anstatt Geld mit meiner Zeit zu bezahlen und mir das alles selbst beizubringen. Und dann hat sich auch später herauskristallisiert, Autodidakt also, dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen. Yo, Mann. Dass ich sozusagen noch meine Freizeit und meine Leidenschaft mit meiner Arbeit zusammenbringe. Ah. Und schließlich bin ich jetzt hier im Garyland gearbeitet, habe hier meine Ausbildung gemacht, bin mittlerweile einer der Produzenten hier im Haus. Ja, ja. Und sozusagen bin ich einfach durch das Fehlen von Geld interessant dazu gekommen, mich selbst zu produzieren und habe dann auch darin Spaß gefunden. Und jetzt mache ich das als mein Hobby, als meine Arbeit und auch irgendwo als meine Leidenschaft. Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das cool oder traurig finden sollte. Aber wohin genau möchtest du mit deiner Musik? Also erstmal habe ich Musik als Therapie gemacht. Die brauchst du auch. Und auch ein bisschen, um mich cool zu fühlen. Man sieht, dass du dich cool fühlst, Bro. Also, das waren eher so interne Gründe. Gefühl, Therapie, Seele, Herz, Schmerz, Verarbeitung. Und irgendwann war mir klar, dass ich damit auch mehr haben will, Geld verdienen möchte, weil ich immer Musik machen will. Ah ja. Ich würde am liebsten den ganzen Tag Musik machen. Ah ja. Als ich dann gemerkt habe, dass mir ab und an nicht so viel Zeit übrig ist, um in dem Volumen Musik zu machen, wie ich es gern wollte, war mir eigentlich klar, dass ich irgendwann mit der Musik Geld verdienen möchte, weil dieses Geld mir dann wieder Zeit im Umkehrschluss beschafft, diese Musik zu machen. Das heißt, ich möchte von meiner Musik leben, um einfach den ganzen Tag irgendwo auf einer Wiese zu sitzen und über meine Texte nachdenken zu können. Das wäre mein Traum. Heimatland. Und ich nehme alles in Kauf, was da mit sich kommt. Wenn das heißt, ich muss anfangen, mich selbst zu produzieren, mache ich das. Wenn das heißt, ich muss nach der Arbeit arbeiten, dann mache ich das. Ja? Von nix kommt nix. Von nix kommt nix. Da hast du recht. Was können die Leute in Zukunft von dir erwarten?
Also in der Zukunft wird es definitiv mehr Musik noch geben als jetzt in den letzten 2 Jahren. Ich bin wirklich hungrig. Ich habe jetzt mittlerweile meine Vision klar vor Augen. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich kann, wenn ich noch mehr will. Und ich will noch viel mehr als je zuvor. Und deswegen sollten alle Wack MCs aufpassen, weil der Motherfucker Mac is back und es wird mehr Tracks. Mehr Tracks, mehr Videos, mehr Output, mehr Marketing-Moves als je zuvor geben. Ja, man, seid auf jeden Fall gespannt. Ich will gar nichts dazu sagen. Ihr werdet schon sehen, Alter. Oh mein Gott. Ihr werdet schon sehen, wenn der Komet kommt, man. Ihr könnt in den Himmel schauen. Der Komet? Nächster Song mit Udo Lindenberg? Was soll man dazu noch sagen? Ja. Vorsicht, Vorsicht. Was war das schönste Erlebnis in deiner bisherigen Musikgeschichte? Das schönste Erlebnis in meiner Musikgeschichte. Ich habe da einige schöne Erlebnisse. Ich möchte jetzt nicht unbedingt eins davon auf so eine Tribüne heben. Aber es gibt so eine kleine Geschichte. Also ein Jahr, ich weiß nicht, welches Jahr es war, ob das jetzt 2013 oder 2014 war. Da haben wir zeitgleich zum Umsonst und Draußen in Würzburg, das ist ein Festival für alle, die es nicht wissen, zeitgleich zum Umsonst und Draußen hatten wir einen Auftritt im Biergarten in der Zellerau, okay? Unten am Main. Die Zellerau ohne Armee. Wir sind da hingekommen, da waren 10 Leute, okay? 10. Da war keine Bühne und wir hatten keine Mics. Nichts. Wir sind da hingegangen und wir haben gedacht, wir sind Superstars und waren übelst enttäuscht. Und haben lautstark die Musik vom Umsonst und Draußen gehört, wie alle Spaß haben und die ganzen Untergrundkünstler sind auf den großen Bühnen und sind 300 Leute vor denen. Und wir denken uns, fuck, wir sind voll die Opfer. So. Mein Kumpel hatte noch Probleme mit ein paar Leuten, ich kläre das, war ein Scheißtag. Ein Jahr später, Bruder. Ein Jahr, exakt derselbe Tag. Es war ein Freitag, exakt der Umsonst und Draußen Freitag. Wer ist da live? Wer ist auf der großen Bühne? Wo sind 400 Leute? Von mir und meiner Crew, Bruder. Das ist ein Wort. Das war einer der krassesten Momente überhaupt, weil das ist zwar noch nicht der Zenit, ne? Aber dass du von einem Jahr, wo du in diesem scheiß Biergarten ohne Bühne, ohne Mic sitzt, mit Problemen, und weil du arbeitest und weil du an dich glaubst, dann ein Jahr später genau da bist, wo du Neid vorher hattest, Das ist krass. Ach ja, klar. Das ist wirklich krass. Und diese Momente, auf die solltet ihr euch verlassen. Das heißt, die Moral der Geschichte ist, yo, egal wo ihr seid, Alter, habt immer im Kopf, wo ihr hin wollt. Oh, hart. Real talk. Talking no jutsu. Ich werde gerade richtig emotional. Du sprichst mir aus der Seele. Ich hab fast geweint, Bruder. Ah, ich auch, Bruder. Würdest du sagen, deine Leidenschaft hat auch Nachteile? Naja, also erstmal, wenn du etwas Leidenschaft nennst, gell, dann be true about it. Leidenschaft ist nichts, was die ganze Zeit Spaß macht, Bro. Leidenschaft, etwas, das Leiden schafft. Das hast du sehr schön gesagt, mein Freund. Würde ich jetzt nicht so verkopft in der Musik sein, dann glaube ich, dass viele, viele verschiedene Punkte in meinem Leben besser laufen würden. Ja. Oh. Das heißt, mit der Musik kommt viel Negatives. Das tut mir leid für dich. Aber die Liebe ist so groß. Die Liebe ist so groß, dass egal was kommt, egal welcher Schmerz da mit sich kommt, Bro, nehme ich alles mit. Und ich will jetzt auch nicht irgendwie depressiv oder melancholisch klingen. Okay. Aber ist so. Wenn du am Hustlen bist, wenn du etwas wirklich willst, dann ist da auch Schmerz dabei. Schmerz ist dabei. Trauer, Blut, Schweiß, Tränen, du weißt ganz genau. Aber im Endeffekt ist es trotzdem geil. Weißt du, ich fühle mich wie in einem RPG, Alter. So, du erfüllst die oder die Quest, bekommst das oder das, dann kommt der und nimmt dir das oder das weg, weißt du? Ach so. Das ist das Leben. Und genauso ist die Karriere und genauso ist das RPG. Es ist einfach so ein Auf und Ab. Es ist was Schönes. Hoffe ich. Wir haben ja gesagt, du willst noch viel erreichen. Also schätze ich das... Aber warte. Ich möchte noch viel erreichen. Ja, ich möchte viel erreichen. Musikkarriere, dies, das. Aber es gibt eigentlich ein höchstes Ziel. So, das hat nichts mit Karriere zu tun. Das hat was mit Glückseligkeit zu tun. Also das will ich nochmal sagen. Was ich wirklich erreichen will, ist Glückseligkeit. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wir werden in der Zukunft also noch viel von dir hören. Safe. Bleibt euch nichts anderes übrig, mein Pech gehabt. Ich gehe nicht mehr.
Ich bin hier, um zu bleiben. Ich denke, du bist auf dem richtigen Weg. Gut, Ramin, Mac, Nachbar, Marcel, ich bedanke mich. Ah, ich bedanke mich bei dir. Oh, danke dir. Du wirst noch viel erreichen, mein Freund. Das bedeutet mir viel, von dir zu hören. Da bin ich mir sicher. Du auch. Das hast du gut gemacht. Danke auch an Michael Klemm, der mir hier die Kamera gehalten hat. Tschüss.